Das Zwangsarbeiterlager von Arnstadt rund um die Polte Siemens und Halske AG, Teil 1. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich begrüße dich hier bei dieser kleinen Dokumentation, will ich es jetzt mal so im kurzen Rahmen sagen, und zu dieser Entdeckung. Es ist ein Thema, was ich jetzt so in der Hinsicht hier noch nicht gesehen habe und womit ich mich schon mit einem Kollegen lange drüber unterhalte, beschäftige und recherchiere. Es ist mir jetzt endlich oder uns endlich jetzt gelungen, ich will das nämlich nicht auf meine Goldwaage legen, uns endlich gelungen, hier etwas herauszufinden. Und zwar geht es hier um das Thema Zwangsarbeiterlager, um die Polte und um das Siemenswerk. Wir behandeln, wo hat das gestanden, wo, wer hat das, wie, wo, was. Alle diese Fragen werden wir vielleicht in Mehrteiler hier behandeln. Komm mit auf die Alleinereise, ich würde mich freuen. Ich hoffe, du bist gespannt. Und ja. Ja, hallo und willkommen, meine lieben Bunkerfreunde, zu diesem Video. Ich habe gerade ein paar heiße Tipps bekommen, weil hier unten ein sogenanntes Frauengefangenenlager war im Zweiten Weltkrieg. Und dieses Gefangenenlager hat schon mal jemand in YouTube schon mal gezeigt. Da hat er so Grundmauern gezeigt. Da habe ich nämlich jetzt ein paar heiße Informationen gerade bekommen. So, da sind wir schon an der besagten Stelle. Ich gehe jetzt einfach von hier ran, weil hier noch ein Busch ist. Das hier wurde in einem Video, die Grundmauern sozusagen sind von den Gefangenenlager. Da standen hier so Baracken. Das ist aber nicht ganz richtig. Das war, sollte mal eine Kegelbahn darstellen. Und diese Baracken haben sich weiter drüben hier gefunden. Jetzt, wo sie hier dieses Gebäude hingestellt haben. Ja, also da standen hier die Baracken. Sicherlich waren hier so teilweise vielleicht die Grundmauern gewesen. Mit will ich jetzt nicht beschreiten. Ich will jetzt nicht sagen, dass es 100% falsch ist. Aber dieses hier, das sollte eine Kegelbahn werden. Ne? Und dass die also die Baracken dann hier gestanden haben, sollen laut einem Zeitzeugenbericht einer älteren Dame, die jetzt auch nicht gefilmt worden ist, haben sie sogenannte ehmalige, sage ich jetzt mal, die waren unterkellert auch mit, falls irgendwie mal irgendwas ist, Angriff, Fliegeralarm etc., dass die sich in sogenannten, ich sage es jetzt mal, Schutzräumen aufhalten konnten. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es benennen soll, aber ich denke mal, das ist der richtige Wort, also der richtige Begriff dafür. Und was sie einfach still und heimlich einfach dann zugeschüttet haben, sind die aber, bevor sie diesen Untergrund, also unter den Baracken sozusagen, zugeschüttet haben, haben sie Rohre entdeckt. Die Rohre sind sie drauf gestoßen, hatten sie noch einen Wasserrohrbruch gehabt hier auf dieser Fläche. Deswegen haben die das auch auf einmal alles so schnell zugebaut hier, weil das alles dann an der Forschung und an der weiteren, ne, behindern soll. Und das sind nichts anderes wie einfach für den Sportplatz hier drüben Umkleidekabinen. Weiß ich jetzt nicht, warum man Umkleidekabinen benötigt, so viele, weil da vorne stehen welche. Komme ich gleich mal nochmal drauf zu sprechen. Da vorne stehen auf jeden Fall welche. Ich hoffe, das passt jetzt hier so von der Belichtung her, weil es ist sehr sonnig. Ich sehe auf dem Display fast gar nichts. Und ja, und da haben sie einfach die Rohre repariert und den Rest zugeschüttet. Und weil so gut war, so wie ja, in verschiedenen anderen Ecken auch, haben sie einfach Dreck drauf geschüttet, obendrauf so, dass sie halt keine weiteren Forschungen betreiben können. Warte ja, mal. Das weiß ich aus dem Grund, weil ich, wie ich eben schon sagte, diese ältere Dame, lass die an die 80 Jahre alt gewesen sein, hat dieses so frei raus erzählt, als ein Kollege da gewesen ist und ein paar Bilder von diesem Grundriss machen wollte. Die hat sich erst nicht so getraut und dann kamen sie mal näher und dann hat sie so frei erzählt, na, dass das so eine Kegelbahn darstellen sollte, was wir am Anfang gerade eben gesehen haben, diese Grundmauern, was das sein soll. Und dann hat die so bis smart erzählt, dass die dabei Bauarbeiten auf ein riesen Loch gestoßen sind, wie die Dame das beschrieben hat. Und daraufhin hatten die einen Wasserrohrbruch noch dort gehabt. Aber die Baugesellschaft hat keine Veranstaltungen bestrebt, dieses mal nachzugehen. Und zwar, wo gehen die Rohre hin? Wo kommen sie her? Was ist da gewesen? Ne, dass diese Fragen sind die nicht nachgegangen. Zumindest nicht das, was uns bekannt ist. Vielleicht auch auf Geheimwege, man weiß es nicht. Wäre halt mal sehr interessant, wenn wir da vielleicht nochmal weitere Informationen kriegen.
und haben diese Rohre einfach verschlossen. Aber für was hatten die in diesen, ich nenne sie jetzt mal Stollen oder im Untergrund unter diesen Baracken? Gut, das kann jetzt vielleicht auch den Anschein jetzt machen, dass ich hier Blödsinn erzähle, weil das Gebäude steht ja hier direkt in der Mitte von diesen Dings. Also da können ja theoretischweise nicht, aber sie sind darauf gestoßen. Und ich glaube das schon, weil, warum sollte die ältere Dame da irgendeinen Blödsinn erzählen? Was hätte sie denn davon? Das bringt doch ihr gar nichts. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen, es sind keine Veranstaltungen gemacht worden, da mal nachzuforschen, wo kommen die hin, wo gehen die her. Ne? Zumal, weil da ja auch in der Umgebung ungefähr 100, ich sage jetzt mal 500 Meter weiter hinten, nicht nur ein Einmannbunker ist, sondern auch ein Ausgang von einer Bunkeranlage, die aber oberhalb steht. Was auch mal jemand in einem Video gezeigt hat. Wenn euch das interessiert, zeige ich dieses auch ganz gerne mal. Da kommen wir später in dem Video auch noch drauf hinaus. Ja, es sind alles so komische Sachen, wo man ein Fragezeichen im Kopf hat. Umkleidekabinen, damit die hier, wenn sie hier Fußballturnier haben etc., dann hier sich umziehen können, ist zwar eigentlich ganz okay, aber da hinten haben sie noch welche. Ne? Also da hinten sind eigentlich Umzugskabinen. Zwar schon etwas älter, aber egal. Ja, haben sie einfach da drauf gepflanzt und in der Hoffnung, dass da keiner mehr irgendwelche Forschungen betreibt und sowas. Ne? Da haben sie einfach die Untergrund unter den Baracken einfach zugemacht, die Rohre geflickt, wo auch immer die hingehen. Wahrscheinlich für die, wenn irgendwas mal ist, dass die im Untergrund Wasser haben oder so, keine Ahnung. Und ja, und das ist hier natürlich ein neu gemachter Sportplatz. Ne? So, und wenn man mal weiter guckt, sieht man, dass hier noch alles schön gerade ist. Ne? Weil hier fangen die Gullideckel an. Und gut, könnte man sagen, ja gut, ist vielleicht von der Kanalisation oder so. Na, aber das ist aber eigentlich, ne, weil ab hier fängt was an. Und so, hier fängt das so ein bisschen an. Das wird hier so ein bisschen wellig. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so klar hier sieht. Aber ja, könnte man sagen, ja komm, das sind Spinnereien. Da hat einmal jemand Dreck drauf geschüttet und über die Jahre ist hier einfach nur Unkraut gewachsen. Ja, es ist nicht ganz so richtig, weil... Auf jeden Fall sind hier Gullideckel. Auf dem ganzen Stück sind keine Gullideckel. Ja, habe ich schon gesehen. Das sind Enten. Da unten Nacknacks. Da unten sind Nacknacks. Ja. Komm, weiter geht's. Sie sind nämlich hier. Gullideckel. Es weiß keiner, für was die sein sollen hier, wo hier daneben ein Sportplatz ist. So, wenn man jetzt mal ein bisschen seinen fantasiefreien Lauf lässt, wozu braucht man auf einem Sportplatz Gullideckel. Hier ist doch nichts. Hier standen früher auch keine Häuser. So, damit ihr euch das mal vorstellen könnt, habe ich hier diesen gelben Pfeil hingemacht. Wir sind gerade von Richtung hinten gekommen. Ja, wir sind gerade von rechts gekommen und laufen quasi nach links. Ne? Also Richtung Siemens runter. Ich kreise euch das hier auch noch mal ein. In diese Richtung sind wir eigentlich unterwegs. Und das sind ja keine Häuser oder irgendwas. Nur diese Baracken. Und woran man das auch noch schön sehen kann, ist, quasi die an der Straße, die ihr hier seht, die weiße, sind dahinter die einzelnen kleinen Häuser. Ne? Daran kann man zum Beispiel auch erkennen, dass ich mich da in diesem Gebiet sozusagen bewege. Außer diese Baracken und halt dieses Gefangenenlager für die Frauen, wo die halt dann hier ihre Arbeit verrichten sollten. Ne? Ja, da ist noch ein Gullideckel. Ne? Das zieht sich hier ganz unten hin. Und da früher war auch unten Siemens Halxe, das weiß ich, ja hier ist auch noch ein Gullideckel, ne? Das weiß ich daher, weil meine Oma nämlich da gearbeitet hat. Die war da früher tätig. So. Kurz als Einleitung, was ist Siemens gewesen? Ich zeige hier in diesem, ich befinde mich sozusagen gerade hier vor diesem Werk, das Gebäude hier mit den blauen Fenstern, das war früher Siemens gewesen. Wir werden auch gleich nochmal eine Luftbildaufnahme sehen. Ich habe hier ziemlich weit reingezoomt gehabt. Aber ja, dieses Gebäude ist Siemens damals gewesen und wir werden hier gleich noch was Weiteres sehen. Hierzu, zu der Firma, möchte ich kurz euch einen kleinen Beitrag mit dazugeben, was eigentlich Siemens bedeutet. Was hat Siemens im damaligen Verhältnis gemacht, wann wurde es gegründet, etc. Ich fange einfach mal an, hier den Text zu lesen. Wenn ihr euch das nicht so interessiert, könnt ihr das Ganze auch überspringen oder wie auch immer. Ich wollte das Ganze hier noch mit einbringen. Ihr könnt ja euch den Text selber durchlesen hier.
Am 12.10.1847 gründete Werner Siemens und Johann Georg Halske an der Schöneberger Straße in Berlin die Firma S&H und sind mit ihren Zeiger- und Drucktelegrafen bald führend in Telegrafenbau. Klingt ja erstmal nicht verkehrt, ne? Werner Siemens war der geistige Kopf und der Erfinder und Grübler, während sein Partner Halske mit der geschickten Händen seiner Ideen in der Tat umsetzte. Das Unternehmen arbeitete auf dem Gebiet der Funktechnik mit professionellen Ferdinand Braun zusammen. Braun kommt ja einem irgendwo bekannt vor, ne? 1849 baut Siemens und Halske die ersten erste unterirdische Telegrafenlinie von Berlin nach Frankfurt. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. 1849. Hä? Damit entstehen auch die ersten isolierten Starkstromkabel. Ein Starkstromkabel. Als Friedrich Wilhelm am 28. März 1849 in Frankfurt zum deutschen Kaiser gewählt wurde, bewies Siemens die Wirksamkeit seiner Leitung. Müsst ihr euch mal überlegen, Siemens ist ein großer Begriff, das gibt es teilweise, oder es gibt es auch heute noch, Siemens Waschmaschinen und so weiter und so fort, ne? Generell Siemens Geräte. Egal. 1903 gründete S&H gemeinsam mit der AEG mit gleichen Anteilen der Gesellschaft für drahtlose Telefonie Telefunken MBH. Sie wurde zwecks Zusammenlegung der rivalisierten Aktivitäten von Braun und Slabby, ich hoffe, ich spreche das richtig, Akku, gegründet und diente in der Folge bei Rundfunkempfängern, also Radios und Rundfunkröhren von allen Marketingfirmen. 1903, Radios und Rundfunkröhren. War natürlich damals natürlich sehr teuer, ne? Zur Zeit des Ersten Weltkrieges stellt das Unternehmen auch Sender und Empfänger her. 1919 übernimmt Karl Friedrich von Siemens den Besitz im Aufsichtsrat von S&H und beginnt mit der Röhrentechnik. Ist Siemens mit Walter Schottky in Deutschland an vorderster Front und produziert ab 1920 im Siemens Osram-Werk. Osram ist heute auch noch ein guter Begriff für viele Lampen, ne? Die Telefunkröhren. 1923 baut Siemens dann die ersten Radios beginnt Siemens halt mit der Herstellung von Radios. Hier sind auch nochmal die verschiedenen Zeichen, wie die Siemens-Zeichen damals ausgesehen haben. Hier Rundfunkgeräte, Bau, ne? Und so weiter. Das Entscheidendste daran ist dieser Text. 1937, deswegen komme ich auf dieses Thema, baut Siemens das Siemens-Werner-Werk Arnstadt. Das ist das, was ich euch jetzt hier in dem Video einblende und zeige. Danach, 1941, verkauft Siemens ihre Telefunkenanteile an AEG. AEG ist heute auch noch ein großer Begriff. Ne, also muss man überlegen, wie lange diese Firmen schon existieren. 1943 zerstört ein Luftangriff die Siemens-Werner-Werke Berlin. Und eine Belegschaft von etwa 400 Mann zieht nach Arnstadt. 400 Mann ist in dieses Gebiet hier gekommen, wovon wir hier gerade berichten. 400 Mann in dieses Lager. 1944 lagert Siemens und Halske kriegsbedingt einen Betriebsteil aus Berlin nach Zwöngnitz aus. Wenn euch das interessiert, gerne mal nachlesen. Das Siemenswerk Arnstadt arbeitet kurzzeitig als Siemens Radio weiter. Dann als SAG Isolator. Der verlassene Betrieb in Rudelstadt wurde im Mai 47 enteignet und zum volkseigenen Betrieb erklärt. VEB Phoenix Röntgenröhrenwerk Rudelstadt. 1949 baut Siemens wieder Sendertechnik, Studio, Einrichtungen, Empfänger, Antennen und die Herstellung der dafür benötigten Messeinrichtungen, zum Beispiel Prüfsender, Röhren, Messgeräte, Vielfach,
Messer. Dazu gehören auch elektroakustische Geräte und Anlagen. In Heidenheim entsteht auch ein Bauelement wie Kondensatoren, Widerstände. Berlin, Siemens Stadt und das Werk in Karlsruhe ergänzen sich in Rundfunkapparatenbau. Ja, und dann haben wir hier noch so weiter so ein paar Begriffe hier. Hier zu meiner Rechten, wie gesagt, das ganze Ding hat hier nicht gestanden. Das weiße Gebäude auch nicht, das war alles Polde. Beispielsweise ehemalig Siemens. Siemens AG, da haben sie halt diese Schaltdreher. Das geht halt bis zu ganz da hinten. Und ganz da hinten ist ja schon wieder was Neues hingebaut worden. Da war auch. Ne? Halt andere Sachen. Und hier haben sie jetzt so ein paar Baumaßnahmen vollzogen, indem sie hier die Brücke abgerissen haben. Aber das hatten wir also mit was anderes zu tun. Auf Luftbildaufnahmen sieht man dieses Gebäude ja auch noch und das, was dann demzufolge noch dahinter steht. Also das hat schon damals in den... So, was natürlich hier dann auch wieder verschwiegen wird. Und da habe ich sie gefragt, sagt sie, nee, das ist Quatsch. Da sollte eine Kegelbahn hin. Und deswegen stehen da noch diese Grundmauern von der alten Kegelbahn. Da hat sie mir jetzt alles erklärt. Sie ist schon seit 50. Die Grundmauern sind auf dem anderen Park, also dem zweiten Sportplatz, nach unten. Und die waren da, die Baracken, wo jetzt dieses neue Gebäude steht. Ne? Haben sie ja so ein neues Gebäude, so ein wuchtiges Gebäude gebaut, gell, auf dem zweiten Sportplatz, gell, wenn du von oben runterfährst Richtung. Und da standen die Baracken. Und wo die da angefangen haben, dieses Gebäude da zu bauen, was da jetzt steht, das neue, haben die gebaggert und da war halt ein tiefes Loch. Ja? Und da waren diese Baracken auch noch unterkellert, so, also wie so Stollen, die dann im Luftangriff, wo die sich schützen konnten und konnten unterirdisch weg. Ja? Und das sind auch, hat sie erzählt, das sind auch alte Betonrohre da unten lang gelaufen, die dann halt kaputt gegangen sind. Da gab es dann noch Wasserrohrbruch und was nicht alles. Ja, das war ganz interessant jetzt, hat die jetzt erzählt. Ja. Und das waren die Grundmauern, die oben drauf standen von diesen Häftlingsbaracken. Ja, interessant, gell? Und praktisch auf diese Stollen, die da, also diese Schutzräume vor Fliegerangriff, im Erdreich haben sie dann halt praktisch wieder zugeschüttet, wie immer, und haben dann dieses neue Ding da drauf gebaut, gell. Und das ist einfach nur Umkleidekabinen, sagt sie. Also einfach nur Umkleidekabinen. Warum sie so viel Geld investiert haben, so eine teure Bude dorthin zu stellen, für einfach nur Umkleidekabinen für beide Sportplätze. Und das war ja früher mal, der eine Sportplatz war ja früher mal von der Bahn, ne. Deswegen hieß der ja Lok-Sportplatz. Und der zweite, wo diese Grundmauern waren, wo diese Stollen drunter sind, wo sie jetzt das neue Gebäude draufgebracht haben auf dem zweiten Sportplatz, das war der Motorsportplatz. Und da waren diese Stollen unten drunter. Ja, das hat die mir jetzt alles schön erklärt. Das ist aber schön, dass wir mal wieder mit einer Zeitzeugin sich unterhalten können, gell? Und auf dem zweiten Sportplatz, die Grundmauern, sagt sie, die man da noch sieht, das sollte mal eine Kegelbahn werden zu DDR-Zeiten. Da ist sich der Besitzer, die Lok, also die Bahn, die Reichsbahn, aber nicht einig geworden, weil die Kegelbahn sollte für jeden werden. Und das wollte aber die Bahn nicht. Die Bahn wollte nur, dass die Kegelbahn für Bahnmitarbeiter wird. Und deswegen sind da nur die Grundmauern entstanden, das Fundament auf Deutsch. Und ist nie eine Kegelbahn draus geworden. Ja, wieder was erfahren. Ja, wieder ein bisschen schlauer geworden. Blödsinnig, ne? Aber na gut, das ist halt die Stadt wieder live. Und beim Bau der Feuerwehr, direkt neben einem Friedhof, gab es auch schon einige Beschwerden, weil das ist nicht zentral in der Stadt. Die Begründung der Feuerwehr war gewesen, dass sie schneller am Autobahnaufbringer sind, schneller im Gewerbegebiet sind, weil sie nicht durch die ganze Stadt müssen. Das ist auf der einen Seite richtig, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ne, direkt neben einem Friedhof, weiß ich nicht. Dann plaudere ich sowieso aber mit Martinshorn und ballern dann halt den Straßen da lang. Ne? Ja, und beim Bau dieser ganzen Anlage hier
sind sie auch auf Weltkriegsraketen und Munition gestoßen. Das haben sie aber komplett alles verheimlicht, für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Das hat man dann so durch gewisse Leute erfahren, die ja dann hier in dem Gebiet öfters See gewesen sind, das gesehen haben, Augenzeugen, Zeitzeugen, wie auch immer. Ne? So, und dann haben sie dieses Gebäude hingestellt. Ne? So, wie gesagt, und hier sind ja halt, wie man hier sehen kann, so Umkleidekabinen. Deswegen ergibt es für mich keinen Sinn, warum man da oben nochmal neu hingebaut hat. Weil hier sind ja Umkleidekabinen. Ja, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal an der Stelle. Das soll es auch jetzt erstmal hier gewesen sein mit diesem Video. Ich hoffe, es waren für euch ein paar wichtige Informationen dabei, was Interessantes. Und wir hören uns dann oder sehen uns dann in einer weiteren Folge. Wenn euch das hier gefallen sollte, dann geht es weiter mit Polte und Einmannbunker und Lost Place. Also bis dahin. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.